Wir haben die 13. Folge der HSG Spielerkonferenz und heute habe ich einmal Paul dabei, der in der männlichen A-Jugend in der zweiten Herren spielt. Moin. Und Alex, der auch bei uns in der zweiten Herren spielt. Ja, hallo an euch beiden. Wie geht's euch gerade so in der Situation? Wir haben jetzt schon seit über 6 Wochen nicht mehr in den Mannschaften trainiert, konnten uns auch teilweise weniger sehen, obwohl man bei euch beiden ja sehen kann, dass ihr euch gerade in einem Raum befindet. Wie geht ihr mit der Situation um, dass es so lange kein Training mehr gab, Paul? Ja, ist halt insgesamt, also für mich hat sich gar nicht so viel geändert, weil ich noch weiter ein bisschen arbeite, aber es fehlt eben einfach mit Handball. Aber vor allem eben, dass man die Leute nicht mal dreimal die Woche oder viermal die Woche wie normalerweise sieht, sondern sich gelegentlich jetzt nur mit einer Person oder sowas treffen kann. Und Alex, wie siehst du das? Ja, ist bei mir genau das Gleiche. Also ich bin momentan, beziehungsweise bei mir bei der Arbeit ist Homeoffice angesagt, weswegen ich meine Studienarbeit auch von zu Hause aus schreiben kann. Ist ganz Zum Sport geht, da merkt man schon, dass man Mannschaftssportler ist und alleine zu trainieren ist schon komplett was anderes. schwieriger, sich da irgendwie aufzuraffen und sich zu motivieren. Also Handball fehlt schon. Ja, darüber reden wir später nochmal ein bisschen genauer, aber jetzt wollen wir erstmal mit den Top 7 starten, wo wir ja eigentlich sonst immer ein bisschen später hinzugehen, aber dann fangen wir jetzt mit den Top 7 an. Alex, ich würde sagen, du fängst einfach mal an, deine Top 7 aufzuzählen und dann blenden wir die hier wieder ein, damit man die sehen kann. Alles klar. Ja, auf rechts außen habe ich Tim Desenis aus der ersten Herren. Ich finde einfach, der ist ein top motivierter Spieler, strengt sich immer an, lässt nie nach, gibt nicht auf, egal ob während des Trainings oder während des Spiels ist. Dann auf Rückraum rechts Paul Behrens, der gerade in meinem Raum sitzt. Ja, toller Nachwuchsspieler, mit dem durfte ich ja in der letzten Saison auch zusammenspielen und auch zusammen trainieren. Auf alle Fälle sehr viel Potenzial. Dann auf Rückraum Mitte Julia Adenow aus der A-Jugend weiblich. Ja, mit der habe ich jetzt grundsätzlich nicht so viel zu tun, aber die Spiele, die man sieht von ihr, finde ich auch klasse, wie sie da in die Tiefe geht, die Tiefe sucht und ja, eine tolle Übersicht hat. Dann aus der zweiten Herren Nico Herrmann auf Rückraum links. Mit dem habe ich schon in der Jugend zusammengespielt, ist ja mein Jahrgang. Hat eine Top-Wumme, wenn er mal sich traut, aufs Tor zu werfen. Und ich denke, wenn er so weiter trainiert, dann sehen wir da in den nächsten Jahren auch noch um einiges mehr. Dann des Weiteren auf links außen Noah Salzwedel, auch aus der zweiten Herren, der momentan leider im Ausland ist, also die zweite Hälfte der Saison nicht mitspielen konnte. Aber ja, den muss man einfach notieren. Hat einen Top-Rückzug. Also, wenn man seinen Lauf sieht, einfach nur beeindruckend. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann im Tor Lotta aus der D-Jugend. Die kenne ich noch aus meiner Trainerzeit damals bei der HSG, bei den Minis. Die fand ich damals schon echt toll, was den Charakter betrifft. Hab aus den letzten Spielerkonferenzen erfahren, dass sie jetzt im Tor steht. Und ja, da musste ich sie einfach notieren. Und dann als nächstes Daniel Hilbig. Den habe ich auch aus meiner Trainerzeit bei den Minis kennengelernt. Und gegen den durfte ich dann damals auch, als die dritte gegen die vierte Herren gespielt hat, auch mal gegen ihn spielen. Und auch ein toller Typ auf der Kreisposition. Ja, eine sehr gute Top 7, die du da aufgestellt hast, wo ich sagen muss, ich habe auch, glaube ich, 3 oder 4 Überschneidungen, also die gleichen Spieler, die du auch hast. Paul, wollen wir mal weiterkommen zu dir? Welche Top 7 Spieler hast du aufgestellt? Jo, also bei mir war das Problem, bei mir ist das so auf zwei, drei Mannschaften einfach nur beschränkt. Also ich habe jetzt eigentlich Spieler aus der A-Jugend, aus der ersten Herren, aus der zweiten Herren, weil ich die anderen Mannschaften ehrlich gesagt nicht großartig kenne. Ich habe sie vielleicht mal spielen sehen, aber mehr auch nicht. Also auf Linksaußen habe ich aus der ersten Marcel Rose, also ist ja seit Jahren auf Linksaußen der ersten da, ordentlich schnell, hat einen präzisen Wurf und ja. Auf Rückraum links habe ich Nico Herrmann aus der zweiten Herren, habe ich ja jetzt auch die letzte Saison dann schon mit zusammengespielt. Mit dem konnte ich auch top zusammenspielen, top Übersicht, auch top Wurf. Auf Rückraum Mitte habe ich Daniel Bruns, ist ja jetzt erst wieder kurzfristig zu uns gekommen. Mit dem habe ich ja schon früher die Jugend immer verbracht. Hat, glaube ich, in den ersten Her also in den, seinen ersten Spielen, die er jetzt wieder in der ersten Herren bei uns mitgemacht hat, auch von vornherein top getroffen. Ich glaube, 5 Tore oder sowas pro Spiel mindestens waren das sogar. Genau.
Am Kreis habe ich, wie viele andere jetzt schon aus den Spielekonferenzen, Niklas Knüttel. Also kenne ich ja auch schon seit Jahren, immer mit dem zusammengezockt. Dann hat er jetzt seine Einsätze in der ersten Herren, in der zweiten Herren und macht eigentlich auch immer Top-Spiele. Aufgekommen rechts muss ich eben mal erstmal ein bisschen länger überlegen. Eben aufgrund meiner Position einfach habe ich Nikolai Hengst aus der ersten Herren. Ist auch einfach aufgrund seiner Wurfgewalt, finde ich auch seit Jahren richtig guten Spieler. Und auf rechts außen habe ich Tim Desenis, der wirklich in den letzten 2, 3 Jahren einen richtig großen Sprung gemacht hat. Sehr gut. Und wen hast du im Tor? Ach so, im Tor, hoppla. Da würde ich jetzt mal spontan Jannis Richers nehmen. Ah, sehr gut. Ja, ist auch eine gute Top 7, die du zusammengestellt hast, vor allem mit Spielern in unserem Herrenbereich und fast, ich würde mal sagen, angehenden Herrenbereich in der A-Jugend. Mit vielen guten Spielern gepickt. Ja, wollen wir zu der Situation wiederkommen? Der DHB hat jetzt einen 8-Stufen-Plan rausgebracht, wo man jetzt quasi, der ist in verschiedene Stufen unterteilt, wo man zum Beispiel ist eine Stufe davon Mannschaftstraining ohne Kontakt, Mannschaftstraining mit Kontakt, erst draußen, dann drin und dann, dass es dann langsam wieder zu dem Trainingsalltag kommt und dann zu dem Wettkampf. Das ist ganz gut, damit können sich viele Mannschaften daran orientieren. Welcher Schritt als nächstes kommt und was erlaubt ist. Also na klar kommt das noch alles immer nach dem, was die Regierung entscheidet, aber so langsam gibt es wieder ein Ende in Sicht, wo wir wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. Wie findet ihr das, dass es jetzt wahrscheinlich noch länger dauert und vor allem, dass wahrscheinlich erstmal viel Draußentraining sein wird, wo wahrscheinlich nicht so viel mit dem Ball und gegeneinander gespielt wird, Alex? Oh, weißt ja, dass ich schon auf Körperkontakt beim Handballsport, dass ich da nichts gegen habe. Aber jetzt in der Vorbereitungsphase ist das ja auch nicht schlecht. Vor allem jetzt auch bei uns in der Mannschaft. Es gibt ja doch einige Ausfälle aus der letzten Saison, die ja auch so ihre Problemzonen haben. Und dann bietet sich das schon an, auch in kleinen Gruppen zu trainieren, dass jeder seine Problemzonen irgendwie ja, stabilisieren kann, was Sebi auch schon bei uns so vorhat. Deswegen, also klar, ich würde gerne wieder in der Mannschaft trainieren, auch indoor, aber so schlimm finde ich es jetzt tatsächlich echt nicht. Paul, wie findest du das, dass es erstmal so ein Kleingruppentraining wahrscheinlich mit maximal 5 Personen pro Gruppe anfängt? Also insgesamt ist die Situation mit Corona natürlich momentan sowieso scheiße, dass sich das alles verzögert. Also, dass wir momentan nicht Handball spielen können, ist Kacke, braucht man eigentlich nicht drüber reden, aber. Ich finde es sogar auf die Situation bezogen jetzt gar nicht mal so schlecht, weil wir jetzt sowieso die Vorbereitung wieder spielen müssen. Und was Alex gerade schon meinte, dass wir eben erstmal Problemzonen, wie zum Beispiel mal mit die Schulter oder sowas behandeln können und sowieso wahrscheinlich im Team einfach viel draußen laufen würden. Also finde ich es gar nicht so schlimm, dass wir erstmal nicht unbedingt in die Halle können. Und jetzt draußen in kleinen Gruppen einfach mal wieder ein bisschen Grundausdauer trainiert, passt das schon. Genau, kann man für die Vorbereitung natürlich ziemlich gut nutzen. Wie sieht es denn mit eurem Training jetzt gerade aus? Macht ihr gerade was? Haltet ihr euch zu Hause fit, Paul? Puh, ich habe am Anfang ein bisschen was gemacht, als das Ganze losging, aber ehrlich gesagt sitze ich jetzt seit 2, 3 Wochen eigentlich zu Hause rum, wenn ich nicht gerade arbeite und fahre gelegentlich mal eine Runde Fahrrad. Aber mit Joggen, das hat sich mittlerweile erledigt bei mir. Ich warte jetzt eigentlich drauf, bis es wieder losgeht. Okay, und Alex, wie ist das bei dir? Ja, bei mir ist das mit der Motivation auch immer so eine Sache. Also so ein Berg- und Talfahrt ist das schon. Auf Dauer laufen ist auch nichts für mich. Deswegen habe ich jetzt in den letzten Tagen wieder Inline-Skating für mich entdeckt. Heute auch wieder 26 Kilometer oder so gefahren bis jetzt. Muss auch noch nach Hause fahren. Ja, also wie gesagt, Berg- und Talfahrt, immer hat man Motivation, macht auch irgendwelche Chubby-Übungen. Was ja auch wichtig ist bei mir, ich hatte schon ein paar Bänderriss oder ein Bänderriss. Und da muss man sich ja natürlich auch fit halten, dass das nicht wieder passiert. Solche Sachen werden natürlich trotzdem gemacht, aber so Kraft, Ausdauer. Ja, was ich aus einer Spielekonferenz rausgenommen hatte, war, dass Stoike ja einen Plan macht. Das habe ich direkt ausgenutzt und mir auch einen Plan machen lassen. Dann auch nochmal danke an dieser Stelle an Stoike. Aber den Plan, den nutze ich auch so mäßig bis jetzt. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Mannschaftstraining dann wieder starten kann, damit auch die Trainer überwachen können, dass ihr auch wirklich eure Aufgaben macht. Ja, wollen wir zu euren Lieblingsübungen kommen, die ihr jetzt einmal kurz vorstellt. Paul, kannst ja vielleicht anfangen. Was ist deine Lieblingsübung?
Ich hatte reaktive Liegestütz, also eigentlich normale Liegestütz, bei dem man aber eben einfach langsam runter und schnell hochgeht. Also Genau, und das nichts Komplexes, dann, aber finde ich ganz gut. ja, ist dann natürlich auch ziemlich anstrengend, ne? Also wenn man das mit dem normalen Liegestütz vergleicht. Schon. Genau, das haben wir jetzt hier wieder auch eingeblendet. Alex, was ist deine Lieblingsübung? Das blenden wir auch ein. Ja, meine Lieblingsübung ist das Planken oder auch Unterarmliegestütz. Ja, ist einfach top für die Ganzkörperstabilisation. Bauch, Arme und ja, kann ich nur empfehlen, macht einfach Spaß. Genau, hatten ja auch schon andere Spieler, haben auch schon als Lieblingsübung die Plank gehabt. Kann man natürlich auch immer mit verschiedenen Varianten koppeln, ob man zum Beispiel den Spider-Man-Unterarmliegestütz macht, also die Beine seitlich anzieht oder zum Beispiel einen Ball durch den Unterarmliegestütz durchreicht. Da kann man ganz viele verschiedene Varianten machen. Alex, du bist ja jetzt wieder zurück bei der HSG, nachdem du nach Hildesheim gewechselt bist. Wie hat dir dein erstes Jahr wieder zurück bei der HSG gefallen, nachdem du im Jugendbereich lange bei uns gespielt hast? Es hat sehr viel Spaß gemacht, also vor allem, weil ich hier auch mit Nico, Marco, mit denen ich aus der Jugend schon zusammengespielt habe und auch Jannis wieder Kontakt hatte, mit denen zusammen zocken konnte. Und ja, auch der Rest der Mannschaft, also ich habe in der Jugend ja auch schon bei der, war glaube ich damals zweite oder dritte Herren mit Marv und Stiller und so zusammengespielt, die auch wieder alle zu sehen beim Training. In der Halle ist einfach überragend, macht einfach richtig Spaß. Sehr schön. Und die Leute, mit denen du jetzt spielst, was erhoffst du da dir von der neuen Saison, wie die wohl laufen wird? Ja, also nächste Saison wird ja unser Durchschnittsalter sehr weit unten liegen im Vergleich zu den restlichen Mannschaften aus der Liga. Ich glaube, wir werden, also ich werde schon zu den Alten zählen mit meinen 22 Jahren. Deswegen wird das sehr spannend. Und ja, also wir werden eine super fitte Truppe auf alle Fälle haben und aber natürlich auch jung, unerfahren. Dadurch, dass wir aber auch auf der Rückraum rechten Position noch unseren Stoffer haben und auch im Tor Michael, hoffe ich doch, dass wir ein bisschen in die gerade Spur noch gerückt werden, dass wir nicht zu sehr abschweifen in die Spaßzone. Und auch trotzdem auch in unseren handballerischen Fähigkeiten weiterkommen. Ja, das sieht doch sehr gut aus für die zweite Herrensaison in der, also für die kommende Saison. Paul, du hast viele Mannschaften im HVN durchlaufen, also bei den HVN aus, bei der HVN-Auswahlmannschaft und hast auch den Länderpokal mitgespielt, also wo man sich vergleicht mit den anderen Bundesländern. Wie hat dir diese Zeit generell gefallen und was konntest du da mitnehmen? Generell insgesamt einfach ein Top-Erlebnis. Also es war eben einfach die besten Spieler auch wirklich aus anderen Mannschaften, aus ganz Niedersachsen oder später beim Länderpokal, als dann alle Bundesländer aufeinander getroffen sind, wirklich die besten Spieler aus ganz Deutschland zu sehen und da mitzocken zu können, das war schon ganz cool, auf jeden Fall. Also und vor allen Dingen, was ich in der Zeit immer noch ganz cool fand, dass Marc ja kurz, also Marc Ahrens, der hat ja früher bei uns mitgespielt, der ist ja kurz vorher von uns weggewechselt und vor allen Dingen war das immer praktisch, weil ich dann mit dem nochmal zusammenspielen konnte. Das fand ich sogar auch als Anreiz immer recht gut. Und konntest du von dieser Zeit aus so Sachen mitnehmen? Also denkst du, dass es dir auch spielerisch weitergeholfen hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das war auch mit meine beste Saison, die ich damals gespielt habe. Beziehungsweise die Saison direkt nach den Auswahljahren. Also man hatte eben auf jeden Fall sehr qualifizierte Trainer, die wir im Verein, glaube ich, so ohnehin schon haben. Aber einfach allein diese zusätzliche Trainingseinheit am Samstagmorgen, das hat schon immer ordentlich was gebracht, auf jeden Fall. Sehr schön, ja. Wir haben ja auch Spieler in der HSG, die jetzt schon in den HVN-Kader gerutscht sind und zu Lehrgängen eingeladen wurden, wie zum Beispiel Ole aus der C-Jugend. Und da hoffen wir, dass da noch ein paar dazukommen und auch das genießen dürfen, was du hattest, also dass die auch mal beim HVN mittrainieren dürfen und vielleicht in die Auswahlmannschaft reinkommen. Ja, jetzt spiele ich mit euch ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Oh Habt ihr ja. wahrscheinlich auch schon mal Gerne. gesehen bei der Spielerkonferenz. Ich sage euch einfach zwei Sachen und ihr entscheidet euch für eine und könnt vielleicht danach kurz erklären, warum ihr euch dafür entscheidet. Wir machen das so, ich sage was, also zwei Begriffe und dann antwortet erst Paul und dann antwortet Alex und dann können wir vielleicht noch mal kurz drüber reden.
Okay, also erste Frage. Lieber dem Torwart über den Kopf werfen oder lieber dem Torwart durch die Beine werfen? Durch die Beine, auf jeden Fall. Ich weiß, das, was ich im Spiel insgesamt deutlich häufiger mache, ob der Ball jetzt zufällig aus der Hand rutscht, ob das gewollt ist, ist eine andere Frage, aber bei mir kommt der Ball deutlich öfter durch die Beine. Und Alex, bei dir? Kann ich nur zustimmen. Lieber durch die Beine, bevor ich auch Torwart auf den Kopf werfe oder gegen den Kopf, dann wirklich lieber durch die Beine. Macht auch beim Training viel mehr Spaß, ja, den mal zu veräppeln. Habe ich in Hildesheim besonders gerne bei dem Torwart gemacht, falls er das hier sehen sollte, weiß er, was ich meine. Ja, sehr gut. Ja, also ich persönlich werfe ich lieber über den Kopf, auch um den gegnerischen Torwart vielleicht mal zu ärgern oder auch im Training, weil da sind schon einige Torhüter im Training mal Ja, ausgerastet, sage ich Barbie. mal, in Anführungszeichen. Kann witzig ausgehen, man sollte da natürlich aufpassen, dass man ihn nicht voll gegen den Kopf wirft. Paul, eher chaotisch oder eher ordentlich? chaotisch, auf jeden Fall. Jetzt gerade sieht das, also ist ja mein Zimmer hier, sieht jetzt gerade noch okay aus, aber insgesamt eher chaotisch. Und Alex? Schwierig. Ja, auch chaotisch. Er wird wahrscheinlich eher chaotisch sein, wenn man die vielen Stimmen fragen würde. Ja, keine Begründung, keine Ahnung. Okay. Paul, lieber iOS oder lieber Android? Android. Also, nee, ich hatte noch nie iOS. Ich hatte schon immer Android. Aber viel mehr kann ich auch gar nichts zu sagen. Und Alex? Ja, auch Android. Bin ja von Android kennt, keine Ahnung. Noch nie ein iPhone oder sonstiges gehabt. Ich kann es auch einfach nicht beurteilen. Okay, ja, das ist interessant, weil in vielen letzten Spielerkonferenzen war das Ergebnis eigentlich fast immer für iOS, also Apple, und Ja, die haben diesmal auch keine für Ahnung. Android. Das liegt wahrscheinlich auch am Alter. Also dazu kein Kommentar von mir. Okay. Lieber sprinten oder lieber stabi? Stabi. Du warst von vornherein eher auf Krafttraining das Ganze. Im Sprint war ich noch nie wirklich schnell. Und Alex? Ja, Sprint. Macht besonders Spaß, gegen Tim Desen zu laufen, so nebenbei. Okay. Lieber Bundesligaspiele gucken oder lieber Spiele von der HSG gucken? Ich mache beides nicht wirklich, aber eher Spiele von der HSG auf jeden Fall, ja. Und Alex? Ja, wenn auch eher die Spiele von der HSG, bin ich auch eindeutig öfter in der Halle und macht auch mehr Spaß mit seinen Leuten da irgendwie abzuhängen und die Spiele zu sehen von neuem Genau, da kann Fans man auch gesehen. natürlich auch viele Freunde treffen oder auch Spieler, mit denen man mal zusammengespielt hat oder zusammenspielt. Ist natürlich immer ein cooles Erlebnis, wenn man bei der HSG Spiele zugucken kann, auch in verschiedenen Jugenden und Altersklassen. Richtig. Lieber Heidorn oder lieber Basche? Basche. Eindeutig Basche. Ich war bei, also nicht, dass ich Basche feiern würde, aber wir hatten jetzt in der Vergangenheit nicht die besten Erfahrungen mit Heidorn. Das war schon immer so und ich glaube, das wird sich im Herrenbereich auch nicht gerade bessern. Okay, sehr gut. Und Alex, was sagst du dazu? Da muss ich differenzieren. Also die lieber die Fans von Basche, aber gegen die Spieler von Heidorn habe ich tatsächlich nichts. Habe ich auch mit sehr vielen was zu tun gehabt oder auch immer noch. Okay, also so eine Mischung quasi. Richtig. Okay, Paul, lieber Babaschinski oder lieber rote Karte? Rote Karte. Genau, Was? man muss auch dazu sagen, man muss auch dazu sagen, in der letzten Minute. In der letzten Minute. Ja, dann trotzdem lieber, dann lieber den Babaschinski, glaube ich. Dann wird die rote Karte nämlich, glaube ich, irgendwann echt teuer. Ja, der Babaschinski, da kostet zwar auch was, muss vielleicht einen Kasten oder sowas ausgeben, aber ich glaube, die rote Karte in der letzten Minute wäre ein bisschen teurer auf Dauer. Okay. Also in die Mannschaftskasse meinst du damit Ja, reinzahlen. richtig, richtig. Und Alex, was nimmst du lieber? Ja, rote Karte, ich weiß nicht, woher Paul das hat mit den Natürlich. Strafen. kann ich nicht sagen, dass es da irgendwelche Strafen für gibt. Deswegen in der letzten Minute die rote Karte. Ja, da kommen wir gleich auch nochmal zu deiner roten Kartenstatistik. Hat mich nicht gewundert, dass du die rote Karte nimmst. Alles gut. letzte Frage, lieber Dreher oder lieber Heber? Bei mir lieber Dreher, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das kommt einfach von der Position schon. Also dadurch, dass ich auf Rückraum rechts spiele, bietet sich ein Dreher meistens einfach eher an als ein Heber. Also es ist selten, dass der Keeper ihm wirklich entgegenspringt, wenn ich auf Rückraum rechts abspringe. Das stimmt natürlich. Und Alex, wie sieht es bei dir aus? Lieber ein Heber, vor allem gegen große Torhüter. Macht besonders Spaß. Ja. Muss man nur aufpassen, dass der Ball dann nicht gefangen wird, weil dann steht man da so ein bisschen als Loser da. Aber ja, beim Dreher ist es ja auch kaum anders, wenn man den Dreher dann neben das Tor setzt, dann ziemlich unangenehm. sehr gut. Ich habe jetzt ein kleines Quiz für euch beide. Das sind drei Fragen, die sich so ein bisschen um den Handball generell und die HSG dreht. Mal gucken, wer näher dran liegt jeweils bei den Fragen. Also müsst ihr euch gleich vielleicht vorher die Zahlen denken und dann sagt ihr die nacheinander. Mal gucken, wer das kleine Quiz gewinnt. Wie viel wiegt ein Handball? Müsst ihr vielleicht mal kurz überlegen. Also ein normaler Dreier-Handball im Herrenbereich, ohne Patte, muss man dazu sagen. Gerade fragen. Da würde bestimmt noch mal einiges bei drauf kommen. Jo. Okay. Habt ihr euch eine Zahl gedacht? Jo, hätte ich. Alex auch? Ja, aufhängt an. Dann. Alex, sag mal deine zuerst. Ich hab doch keine. Nee, 400 Gramm? Ich kann auch immer einen mehr nehmen, oder? Nein, das ich hätte nicht. Ich hätte jetzt tatsächlich 450 oder sowas geschätzt. Ja, Paul ist genau drauf, 450 Gramm. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie hart er aufgepumpt ist, aber 450 Gramm ist so die goldene Mitte, so immer zwischen 430 und 470 Gramm. Okay. Ein Punkt für dich, Punktlandung. Dafür musst du jetzt gleich als erstes anfangen, was du schätzt. Was schätzt du, wie groß sind die Tore beim Handball? Also lange Länge mal Breite. Ich habe gerade schon gedacht, dass so eine Frage drankommt. Ich habe gerade noch an die Spielfeldlänge oder sowas gedacht, als du das meintest. Fragen generell zum Handball. Die Tore Länge mal Breite, also die... Höhe mal Breite. Höhe mal Breite, willst du sagen. Die dürften an die 2 Meter hoch sein, ne? Kurze Frage, darf ich zwischenhaken? Außenseite, also Pfosten außen und Latte oben oder unten? Also nee, die Innenseite. Also Innenseite, wo der Pfosten quasi anfängt. Okay. Also von Pfosten zu Pfosten, von der Innenseite und von Linie zur Latte. Zur Innenkante. Ich tippe mal, das sind 2,10 Meter mal 3 Meter, knapp. Okay, und Alex, was sagst du? Ich hätte etwas in die Höhe 2,30 gesagt und in die Breite auch irgendwie so 2,50? Ein bisschen mehr? 2,60? Ja, da ist Paul wieder näher dran. Wieder sehr gut geschätzt. Es sind 2 Meter mal 3 Meter, also kann man sich ganz einfach merken für die Zukunft. Aber nur 2 mal 3. Ja, da Paul schon wieder nur 10 Zentimeter daneben geschätzt. Siehst du mal. Der kennt sich gut aus mit dem. Vielleicht solltest du Schiedsrichter werden. Da muss man solche Fragen auch beantworten. Die Diskussion brauche ich nicht. Okay, ja, damit steht Paul schon als Sieger quasi fest. Aber ich mache noch eine weitere Frage zum Schätzen. Wie viele Instagram-Abos hat die HSG? Warte mal kurz. Nee, jetzt nicht zum Handy. Paul würde wieder anfangen. Ich tippe mal 600. Irgendwie sowas in dem Bereich, glaube ich. Ich sag 601. Du Hund. Okay, damit hat Alex gewonnen. Es sind 764 sogar. Schon eine ganz gute Zahl für ein etwas kleineren Verein, wenn man das so vergleicht mit den Bundesliga-Vereinen. Aber schon eine ganz gute Followerzahl. Vielleicht werden es ja jetzt noch ein paar mehr. Also alle, die das gucken, müssen jetzt uns bei Instagram abonnieren. Und Alex hat auch einen Punkt gewonnen. Damit steht 2-1 für Paul und er hat dieses kleine Quiz gewonnen. Du bist der Sieger. Kleiner Applaus. Das ist nett, danke. Gut, jetzt noch
kurz zu euren Saisons. Wie seid ihr zufrieden mit eurer Saison und mit dem von eurem Team, Alex? Ja, also am Anfang der Saison lief es eigentlich ganz gut. Das Ende hätte ich mir ein bisschen schöner vorstellen können, dass wir unseren Tieflauf vom Team her jetzt ein bisschen hätten aufrappeln können noch und zeigen können, dass wir nicht nur verlieren am Schluss, sondern noch ein paar Siege holen. Meine persönliche Leistung, ich bin damit zufrieden, dass ich Sebi zeigen konnte, dass das mit der Abwehr passt, so wie ihm das vorher auch gesagt wurde aus dem Rest der Team, auch mit meinen roten Karten vielleicht hier und da. Ja, freue mich schon auf die nächste Saison, wenn ich dann ein bisschen mehr im Angriff spielen kann, darf und auch da meine Leistung zeigen kann. Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir mal viel Erfolg bei der kommenden Saison. Paul, wie zufrieden bist du mit der A-Jugend-Saison? Mit der A-Jugend-Saison oder mit meiner eigenen auch? Ja, also A-Jugend-Saison und mit deiner eigenen, also zu beiden. Also zu meinem persönlichen war es auch ähnlich wie bei Alex, dass es eigentlich relativ gut losging. Also wenn man die Oberliga-Vorrunde jetzt dazu zählt, da lief es einfach deutlich besser als bei mir später in der Saison. Ich weiß, ich habe später einfach nicht mehr so gut getroffen. Irgendwie hat die Durchschlagskraft gefehlt. Und mit der A-Jugend haben wir auch eine Top-Vorrunde auf jeden Fall gespielt, weswegen wir überhaupt in die Oberliga reingekommen sind. Dann hat man natürlich manche Highlights, wie das Auswärtsspiel in Aurich, wo ihr, glaube ich, in den vergangenen Konferenzen auch schon mal drüber geredet habt. Genau. Da waren manche Highlights dabei, aber insgesamt hätte ich es mir im Nachhinein trotzdem noch ein bisschen stärker gewünscht. Okay. Ja, dann auch dir viel Glück. Bist ja jetzt aus der Jugend raus, in der nächsten aber Saison dann in der zweiten Herren. Jo, danke, danke. Ja, zum Abschluss noch drei kleine Fragen zu euren eigenen Saisons, wie es für euch gelaufen ist. Paul, ich fange einfach mal an. Du hast 29 Spiele gemacht diese Saison. Ja. Wie viele Tore hast du geworfen? Ich tippe mal 180. Ganz so viele sind es nicht, 151, aber das ist trotzdem eine starke Zahl. Es sind ja über 5 im Spiel. Einer der besseren Torschützen in der gesamten HSG. Alex, eine Frage zur zweiten Herren. Wie viele Auswärtssiege hat die zweite Herren dieses Jahr gehabt? Das ist tricky. Wir haben natürlich öfter zu Hause gewonnen, würde ich behaupten. Auswärtssiege? 3? Es war insgesamt nur ein Auswärtssieg. Oha. Ja, also das beweist ja die Heimstärke von der zweiten Herren, die dann viele Spiele zu Hause gewonnen hat und auch gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte und auch von den Spitzenmannschaften gute Spiele gegen die gemacht hat. Aber auswärts hakt es noch ein bisschen, vielleicht nächste Saison dann ein bisschen besser. Paul, wie viele Zeitstrafen hast du persönlich in dieser Saison gekriegt? Dürften um die 10 gewesen sein. War ja, das nicht ist so auch viele, glaube ich. Gut geschätzt sind 11 Zeitstrafen. Ah, okay. Alex, wie viele Zeitstrafen hast du wohl gekriegt? Zeitstrafen? Ich will gerade. Das waren bestimmt über 10. Ja. Ja. Schon 18. Es sind sogar 21 geworden am Ende der Saison. Okay. Das ist auch eine Zahl, oder? Ja, das zeigt, wie stark du oder wie viel du auch in der Abwehr gespielt hast und wie viel Einsatz du in der zweiten Herren zeigst. Ja, als Abwehrchef könnte man schon so sagen. Letzte Frage für dich, Paul. Wie viele rote Karten hatte die A-Jugend diese Saison? Das dürften auch gar nicht so viele gewesen sein. Ich tippe mal 6 oder sowas. 6, 7. Sagen wir 7. Es war sogar nur eine. Weißt du vielleicht, welche es war? Zacker? Ja, Zacker hat eine rote Karte gekriegt, weil er dem Torwart vom Gegner beim 7 Meter auf den Kopf geworfen hat. Ach stimmt, jawohl. Ja, genau, dafür hat er eine rote Karte gekriegt. Sonst keine rote Karte für die A-Jugend dieses Jahr. Also sehr fair. So, A-Jugend, eine rote Karte insgesamt. Alex, jetzt zur Frage der Fragen. Wie viele rote Karten hast du diese Saison bekommen? Das ist echt enttäuschend, weil ich zwischen 4 und 5
Schwanke, aber ich meine, es waren 4. Ja, es waren 5. 5 rote Karten für dich in dieser Saison. Hoffentlich werden es in den nächsten ein paar weniger. Hoffentlich, okay. Damit bist du auf jeden Fall Liga-Spitzenreiter. Ich glaube, es war noch einer mit 4. Ja, von der Anzahl, ja, aber nicht von der Quote leider. Das habe ich ja schon von der Quote ist es ein anderer HSG-Spieler. Das ist Marco aus der zweiten. Der hat noch eine höhere Quote als du. Also der hat 100% rote Karten in dieser Saison bekommen, in den Spielen, wo er gespielt hat. Ein Spiel, eine rote Karte. Ich kann sagen, wie viele Spiele waren das? Ein Spiel, eine rote Karte. Okay. Sehr gut, ja, da sind wir auch schon beim Schluss von der HSG-Spielerkonferenz. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp, wer als nächstes oder irgendwann mal in die HSG-Spielerkonferenz noch kommen sollte, Alex? Ja, eindeutig Nico Herrmann. Wenn nicht er. Auf jeden Fall. Paul, hast du auch noch einen? Das wäre eigentlich auch mein Vorschlag gewesen. Du könntest natürlich auch so eine Spielerfernkonferenz mit Noah Salzwedel machen. Das würde ich mir auch angucken. Idee. Das ist eine gute Idee. Vielleicht macht er das ja. Vielleicht können wir uns ja mal nach Australien verbinden. Sehr gut, dann danke ich euch beiden. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald mal auf dem Sportplatz, dann in einem kleinen Gruppentraining und können dann mal wieder zusammen ein bisschen schwitzen. Jawohl, hoffe ich auch. Macht's gut, ne? Mach's gut. Tschö. Ciao. Ciao. Wenn ihr dieses Video seht, teilt das Video mit allen euren Freunden, euren Eltern und allen, die ihr kennt.